es ist schon wieder so weit. Es Weihnachten bei mir in der Küche. Und das Mal gibt es darum wieder so richtig feine Weihnachtsgutzli. Zwei verschiedene Sorten, nämlich Sablés und zweifarbige Keksschnecken. Die Sablés sind ein bisschen einfacher, die Keksschnecken sind ein bisschen komplizierter, aber dafür sehen sie ja mega speziell aus. Ich liebe Gutzli. Also, seid ihr bereit? Wir legen los. Wir fangen mit den Zutaten für die zweifarbigen Keksschnecken. Und dafür braucht es 150 g weiche Butter, eine Prise Salz, 300 g Mehl, 100 g Puderzucker, 2 Eiweiß, das Mark von einer Vanilleschote und 3-4 Teelöffel Kakao. Die Zutaten für Sablé au Chocolat sind 150 g weiche Butter, eine Prise Salz, 100 g Puderzucker, 250 g Mehl, 1 Teelöffel Kakao, 1 Eiweiß, 150 g Zartbitterschoki. Idealerweise sollte ihr mindestens 70% Kakaoanteil haben. Und die reiben wir gleich. Wer möchte, kann auf die Sablé noch ein bisschen Fleur de Sel tun. Das gibt dem Ganzen noch die spezielle Note. Wir starten gerade mit der Zubereitung der Keksschnecken und dafür tun wir Butter und Salz mit einem Handmixer oder in der Küchenmaschine schlagen, bis sich Spitzchen bilden. Das geht ganz schnell. Dann tun wir Mehl und Puderzucker dazu sieben und alles vermischen. Man sieht, dass die Masse noch ganz trocken ist, aber jetzt kommt noch ein Eiweiß dazu. Und jetzt sollte man mit den Händen arbeiten. Dann ergibt sich nämlich ein richtiger Teig. Das Ganze nur kurz kneten, bis der Teig gleichmäßig ist. Jetzt tun wir die Masse halbieren. In einen Teil kommt das Vanille dazu, das gut einkneten. Und in zweiten Teil das Kakaopulver. Schaut, ob ihr 3 oder 4 Teelöffel braucht. Die Masse sollte nicht allzu trocken sein, aber die Farbe sollte schon recht dunkel werden. Beide Teige separat in Frischhaltefolie einwickeln und für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank legen. Wenn die beiden Teige kühl sind, werden sie auf Frischhaltefolie ausgewählt. Ich tue sie auf 5 mm Dicke ausrollen. Und noch ein kleiner Tipp: Die Folie hält besser, wenn man auf die Fläche unten dran noch ein bisschen Wasser drauf tut. Vielleicht seid ihr etwas mehr Profi im Ausbauen. Ich muss immer ein bisschen flicken, aber das macht nichts. Gutzli sieht am Schluss trotzdem gut aus. Jetzt wird die helle Masse mit ein bisschen Eiweiß bestrichen, die dunkle Masse drüber gelegt, die Rechtecke wirklich deckungsgleich zuschneiden und ganz eng zusammenrollen, das ist wichtig. Die seht ihr rollen den Teig von der kurzen Seite auf, dann wird der Keks grösser. Wenn man den Teig von der längeren Seite aufrollt, dann werden sie kleiner, dafür gibt es auch mehr Stücke. Die Rollen nochmal in Frischhaltefolie einwickeln und für 20 Minuten in die Tiefkühler legen. Wenn die Teigrolle aus dem Tiefkühler kommt, dann drücke ich sie nochmal gut formen und zusammendrücken, damit es auch keine Löcher gibt im Teig gibt. Die Teigrolle in Scheiben schneiden. Ich mache recht dicke Scheiben. Ich habe es gerne so, dass ich die Kekse ein bisschen feuchter, ein bisschen zurecht formen und auf ein Backblech legen, das mit Backpapier bereit ist. Weil die Gutzli recht dick und gross gemacht hat, tue ich sie so ca. 8 Minuten lang backen bei 200 Grad. Wenn ihr sie kleiner macht, dann vielleicht 1-2 Minuten weniger lang backen. Jetzt kommen wir zu den Sablés. Die gehen um einiges schneller. Dafür füllen wir aber wieder mit Butter und Salz an. Schlagen die zusammen, bis sich Spitzchen bilden, den Puderzucker hineinsieben und noch eine Minute weiter schlagen. Jetzt Mehl und Kakao vermischen und ebenfalls zur Masse sieben. Noch einmal gut rühren, das Eiweiß und die geriebene Schoki dazugeben und mit den Händen das Ganze verkneten, bis sich eine regelmäßige Masse geformt hat. Aber auch hier wichtig, nicht zu lang kneten. Den Teig zu einer Rolle formen, Frischhaltefolie einwickeln und ebenfalls 20 Minuten in den Tiefkühler stellen. In dieser Zeit können wir den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Wenn der Teig aus der Tiefkühle kommt, noch einmal kurz zurechtformen, in gleichmäßige Scheiben schneiden, schauen, dass Gutzli eine schöne runde Form haben. Und wer möchte, kann auch Gutzli jetzt eben noch mit Fleur de Sel streuen. Die Sablés werden jetzt je nach Größe etwa 5-7 Minuten gebacken. Und hier sind unsere Weihnachtsgutzli. Zwei verschiedene Sorten und beide einfach wunderbar. Kleiner Tipp: Mit einem Glas Milch schmeckt es gerade noch besser.